absurde Dinge, die immer wieder ablaufen. Ich denke, wir reden mal über die Boston-Bombenanschläge, Ja. wie sie dargestellt werden. Ich denke, da kann man wirklich an sehr vielen Sehr Ecken sehen, interessant. dass vorne und hinten gelogen wird. Es war wohl eine Übung an dem Tag auch, wie üblich. Ja. Hast du das da in deinen Meldungen? Oder aber jedenfalls erzähle ich es einfach, dass auch sogar einige von den Marathonläufern wirklich klar gesagt haben, es gab vorher Durchsagen, bitte bleiben Sie ruhig, es ist eine Übung, es gab Bombenspürhunde, die da rumliefen, fanden einige auch sehr ungewöhnlich. Jetzt wird das geleugnet von der Bostoner Polizei, dass da sowas war, aber es gibt eben auch Marathonläufer, die darauf beharren, dass eine Übung, also dass es Durchsagen gab, bleiben Sie ruhig, es ist nur eine Übung. Ja. Also ein Hinweis, und es sind ja bei diesen meisten Anschlägen, die wir vorher hatten, ob das 9/11 war oder in London in der U-Bahn die Anschläge oder in Madrid, oder auch sogar in Oslo. Ich weiß nicht, bei ganz vielen Beispielen waren immer auch Terrorübungen gleichzeitig, Ja. während dann etwas passiert ist. Genau das, was geübt wurde. Also das, was du jetzt sagst, ist natürlich auch der ganz große Vorwurf einer False Flag Aktion, also einer Aktion, die selbst gemacht war. Also kein wirklicher externer Terrorangriff, sondern eben eine Inszenierung. Und da muss man nun wissen, dass es unterschiedliche Varianten gibt, wie hier inszeniert werden kann. Drei ganz große Varianten fallen mir ein. Einmal die Möglichkeit, dass man einen Terroristen gewähren lässt. Also, dass man weiß, es soll einen Anschlag geben und man lässt ihn einfach zu. Das würde man mit der Pearl-Harbor-Geschichte in Verbindung bringen können. Also man wusste von Angriffen und hat nichts getan. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, dass man tatsächlich jemanden anwirbt und so tut, als sei man eben auch Sympathisant einer bestimmten Bewegung und tatsächlich etwas in Gang setzt, etwas in Szene setzt, Den mit ohne Waffen dass versorgt oder derjenige, mit Bomben. ganz genau, ohne dass derjenige weiß, dass er missbraucht wird. Und es gibt eine ganze Reihe solcher Beispiele auch außerhalb der USA und RAF, da kamen, glaube ich, die ersten Bomben, kamen, glaube ich, auch von einem BND-Mitarbeiter oder sowas, ganz dass ich nicht genau. weiß. Also es gibt hier eine ganze Reihe von Dingen, die inzwischen nachgewiesen werden können. Und wir wissen natürlich, dass auch die USA über viele, viele Jahre hinweg eben natürlich in der ganzen Welt terroristische Gruppen gefördert hat und es sicherlich noch tut. Das ist die zweite Variante. Und die dritte ist eine komplette Inszenierung. Und wir wissen natürlich nicht, was wir hier vorfinden, aber wir können ja mal die Indizien betrachten. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, ich tue das ja immer auch aus der energetischen Sicht. Und wir haben ja in der letzten 35. Ausgabe über Zypern gesprochen. Das Thema wird uns auch heute nochmal begegnen. Und ich habe damals gesagt, es ist ein Dominostein aus meiner Sicht wirklich absichtlich umgeworfen worden, der eine Kettenreaktion jetzt in Gang setzt. Und das steht für mich auch im Zusammenhang mit Boston. Also Boston ist ein ganz großes Ereignis und hat viele Facetten. Und von daher also das nochmal so als Hintergrund. Du hast eben schon gesagt, während der Marathon noch lief, haben einige Marathonläufer eben davon gesprochen, die auch schon im Ziel angekommen waren, denn der Marathon war ja schon 1,5 Stunden zu Ende, hätte ich fast gesagt. Da sind die ersten Läufer durchs Ziel Die gelaufen. letzten kamen quasi Und dann es wieder kamen jetzt, also schon das vereinzelt. Mittelfeld war vorbei, war also schon recht weit gediehen. Und es waren vielen Läufern aufgefallen, dass eben eine ganze Reihe von Sicherheitsbeamten unterwegs war, dass es Spezialkräfte gab mit schwarzen Rucksäcken, wurde sogar explizit gesagt von einem Marathonläufer. Und so fielen auf, dass eine sehr große Präsenz von Polizei und Spezialeinheiten vor Ort war. Ich habe diesbezüglich auch ein paar Bilder mitgebracht. Das sind jetzt Bilder von Menschen, die aufgenommen worden sind, und zwar unmittelbar vor bzw. nach den Anschlägen. Und das kannst du ruhig mal in die Kamera halten. Ja, da sieht man offenbar uniformierte Leute mit Genau, also Rucksäcken. wir sehen hier vor allen Weiß nicht, Dingen, sondern von es oben. sind zwar keine Uniformen mit Aber ja, irgendwelchen gut. Rangabzeichen, aber man sieht diese Stiefel-Khaki-Farben, man sieht die khakifarbenen Hosen und die schwarzen Jacken, die schwarzen Rucksäcke. Und auf den Und Mützen benutzen kann bestimmte man sehen, das Zeichen. ist der Punisher, den man sehen kann. Ich glaube, ich habe die Vergrößerung jetzt nicht mitgebracht. Das ist ein Totenkopf, der uns hier schon einige Male begegnet ist und der von verschiedenen Special Forces, also Spezialeinheiten in den USA,
auch als Emblem getragen wird. Ja. Inzwischen weiß man auch, wer es ist. Also es ist ein Spezialeinheit der Nationalgarde gewesen. Ja. Und ich habe hier ein weiteres Bild, das würde ich auch gerne noch zeigen. Ja. Das ist aufgenommen unmittelbar nach den Anschlägen. Dann sehen wir, wie jemand hier Messungen durchführt auf Radioaktivität. Ach, auch interessant. Ah ja. Und da sehen wir auch wieder die gleiche Kleidung, hier mit dem Messgerät. Und hier sehen wir das Messgerät dann nochmal vergrößert. Das sind jetzt Bilder, die bei Infowars zu finden waren, die relativ schnell, also 5 Minuten nach den Anschlägen, schon die ersten Bilder ins Netz gestellt haben. Ja. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Faktor, dass schon ganz früh das Thema eines Anschlags unter falscher Flagge in dem Netz auftauchte. Ja. Ein Bereich sicherlich diese vorhandenen Bilder, die man dort gemacht hat, aber eben auch darüber hinaus noch weitere Details. Vielleicht hast du auch. Ja, ich habe da einige Bilder. Zeig mal das unterste zuerst, weil das eben auch im Grunde ähnlich gekleidete Leute sind, die dann aber abhauen. Das heißt, sie haben auch nicht geholfen, obwohl wenn das jetzt irgendwelche Offiziellen sind, dann sind sie auch ausgebildet, jetzt vielleicht im Terrorfall dann irgendwie einzugreifen. Aber die hauen ab, bevor die Polizei den ganzen Bereich abgeregelt hat. Interessant ist, dass ein Mensch, der angeblich da die beiden Beine verloren hat, der wird hier im Rollstuhl weggefahren. Man sieht auf dem Bild, ich zeige das nicht in der ganzen Größe, weil es eigentlich grausam ist, da die Beinstümpfe zu sehen. Aber es ist sehr ungewöhnlich, weil man keine Blutspuren sieht. Der hat auch überhaupt kein schmerzverzerrtes Gesicht. Wäre wahrscheinlich ohnmächtig, wenn er beide Beine verloren hätte. Und man sieht jetzt, kann ihn identifizieren, dass das jemand ist, der schon in Kandahar beide Beine verloren hatte. Ist also hier schon mal mit einem Kollegen irgendwie in Afghanistan gewesen, hat da beide Beine verloren. Das soll also einerseits wird er als Jeff Baumann beschrieben, dann als Nick Vogt. Also wenn man sich das Gesicht anguckt, dann ist das wohl derselbe, der in Afghanistan eben schon die Beine verloren hat und jetzt hier offenbar im Rollstuhl mit Beinstümpfen sozusagen weggefahren wird und dabei noch eigentlich ganz fröhlich in die Gegend guckt. Also sehr verdächtig. Und der soll auch derjenige gewesen sein, der jetzt den Hinweis zu den Verdächtigen geliefert hat, den Haupthinweis. Und da das ja offenbar jetzt schon mal eine durch und durch gefakte Geschichte ist, weil er eben schon die Beine vorher verloren hatte, muss man sich fragen, ob eben der Hinweis auf diese Verdächtigen, die ja jetzt auch teilweise eben getötet sind oder eine im Krankenhaus liegt, inwieweit das nicht eben auch eine fabrizierte Anschuldigung ist. Ja. Von dem. Was mir noch in Ergänzung auffällt oder worauf ich noch hinweisen möchte, dass eben diese Spezialkräfte 1 Minute, 2 Minuten nach den Anschlägen auch überall genau an den entsprechenden Stellen waren. Also unglaublich schnell und dass dann tatsächlich sofort auch ganz aktiv begonnen worden ist, bestimmte Dinge vorzubereiten, die dann später eine große Bedeutung bekommen haben. Und gleichzeitig ist die größte Polizeiaktion angelaufen, die man sich vorstellen kann später, nachdem man die entsprechenden Verdächtigen herausgesucht hat. Und das FBI hat, bevor diese Aktion dann angelaufen ist, Bilder ins Internet gestellt und hat eben ganz vielen Menschen auch Bilder gezeigt, um zu sagen, hier wird es die Verdächtigen geben in dieser Auswahl der Bilder. Gleichzeitig hat man aber darauf hingewiesen, dass bitte alle sich nur und ausschließlich diese FBI-Bilder anschauen sollen und keine anderen Bilder, die sonst irgendwo im Netz auftauchen, die könnten nur verwirren. Ach. Und entsprechend waren dann also diese beiden Verdächtigen wirklich in Szene gesetzt worden. Und das Ganze hat einen gewaltigen Beigeschmack. Ja. Das ist der eine Aspekt der Anschläge. Nur ganz kurz Hinweis, ja, aber kannst du gleich weiter erzählen, dass das Gegenüber der Hausnummer 666 war, also in dieser Wiese Boyston Street oder wie, ich weiß nicht, wie hieß. Das wollte ich noch sagen. Ach, hast du auch. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wir haben über die rituelle Qualität schon gesprochen. Und vieles von dem, was wir hier beobachten können, ist gleichzeitig auch noch ein Ritual gewesen. Das ist für mich ganz klar. Es gibt vieles, was dafür spricht. Unter anderem auch der sehr offensichtliche Hinweis mit der Hausnummer 666. Ja. Das ist natürlich auch ganz stark eine Machtdemonstration. Ja. Und das soll also auch denjenigen, die ein bisschen genauer hinblicken, zeigen,
schau her, wir hinterlassen Visitenkarten, wo immer wir wollen. Wir können es machen, auch wenn... Denn uns kann nichts geschehen. Das ist eine Form der Macht, die sich hier demonstriert. Und auch ein Verhöhnen eigentlich der Menschen, die ja sehr zahlreich jetzt eigentlich die Fragen stellen, aber es wird trotzdem in den Massenmedien immer noch so getan, als wäre alles halt ein Terroranschlag. Ja, und es wird auch in den Massenmedien in den USA wirklich ganz klar gesagt, dass man diesen Verschwörungstheorien entgegentreten muss und dass hier auch nichts in Frage gestellt werden kann. Aber es ist zu spät. Also dieses Thema ist ganz groß, auch in den USA, und das FBI steht natürlich einmal auch unter Druck, weil man nun angeblich bereits Kontakt hatte mit den Verdächtigen. Die wurden ja über Jahre beobachtet. Ne? Und das ist für mich nun überhaupt kein Widerspruch, sondern spricht eher dafür, dass man diese Menschen missbraucht hat. Und wem die Fantasie fehlt an dieser Stelle, dem kann ich gern ein solches Szenario einfach beschreiben, wie es möglich ist, sehr einfach für CIA, FBI oder andere Behörden zu jemandem zu gehen und sagen, du wolltest Staatsbürger werden hier im Land, wir beobachten mit Interesse, du willst an der Olympiade teilnehmen, du hast dich hier sehr etabliert, du hast eine Familie, du hast ein kleines Kind, all diese Dinge sind ja da, würdest du was für dein Land tun? Wir machen eine große Übung beim Boston Marathon und wir hätten gerne, dass du uns hilfst. Dann wird er hinbestellt und steht da und begreift von einem Moment zum anderen, dass es jetzt um sein Leben geht. Ja. Und das ist so einfach und so simpel, dass man hier gar nicht so sehr viel Fantasie braucht und dass es auch gar nicht so schwierig ist und dass hier gar nicht alle eingeweiht sein müssen und dass nicht hier alle zusammenarbeiten, um wirklich ein großes verschwörerisches Ding zu machen, sondern jeder macht nur das, was er tun soll und das, was er sehen kann. Und so funktioniert das ganze System. Wir haben keine Übersicht, sondern wir erledigen alle nur Jobs. Need to know ist die Basis. Also so ist jeder es. Weiß nur, was er wissen muss, aber man wird verarscht nach Strich und Faden. Das ist der eine Teil des Anschlags, den wir hier beobachten, in all seiner Grausamkeit und Menschenverachtung. Aber wir haben einen anderen Aspekt noch und hier habe ich einen Artikel mitgebracht im Handelsblatt. Die Überschrift lautet 9000 gegen 1. Vom Prinzip braucht man nicht viel zu sagen. Du kannst ja vielleicht mal die Überschrift kurz vorlesen, was da drunter noch zu lesen ist. Einen solchen Antiterroreinsatz hat es in den USA noch nicht gegeben. Auf der Suche nach dem zweiten mutmaßlichen Bombenleger hat die Polizei eine ganze Metropole abgeriegelt. Die Nation mobilisiert, was sie hat. Ja, also es waren 9000 Mann eingesetzt. Wir sprechen von einem 19-jährigen Verletzten, den man gesucht hat, der im Übrigen nicht überführt ist und von dem man nur annimmt, dass er der Täter sein könnte. Und es ist die gesamte Stadt abgeriegelt worden und man findet im Internet Videos von Hausdurchsuchungen, wo die Polizei gesagt hat, wenn sie nicht das Haus verlassen, werden sie erschossen, wo Menschen kniend vorm Haus sitzend beobachtet haben, wie 20 schwerst Bewaffnete das Haus von oben bis unten durchsucht haben, ganze Straßenzüge gesperrt worden sind, wo Menschen angehalten worden sind und haben gesagt, ich will da aber langfahren, gesagt, erschießen wir sie, also richtig in dieser Form auch sehr deutlich gesagt haben, du hast keinerlei Recht. Und das ist das, was hier ganz klar demonstriert worden ist, im ganz großen Stil. Man hat probiert, wie gut ist es möglich, eine gesamte Stadt ihrer Rechte zu berauben, alle Menschen dort. Und die Leute werden gewöhnt an die Polizeikräfte, die ja eigentlich militärisch auftreten und diese schweren gepanzerten Polizeifahrzeuge, diese schwarzen. Es ist das Militär dabei gewesen. Ja, also es sind Delta Force Einheiten dabei gewesen, absolute Spezialeinheiten. Und das sind Bilder, wie wirklich es gibt den Film Ausnahmezustand, der hat das eigentlich vor Jahren vorweggenommen, dass durch so ein Terrorereignis eben wirklich der Ausnahmezustand ausgerufen wird. Und jetzt ist es eben in der Realität so, dass man sich an diese Bilder wohl gewöhnen werden muss. Ja. Es ist auch so, dass Obama, ich möchte daran erinnern, diese ganzen Ausnahmegesetze sehr heimlich, aber sehr schnell unterschrieben hat, wonach es eben auch kein Recht auf einen Anwalt gibt, kein Recht auf ein Verfahren, wenn es im Zusammenhang mit Terrorismus steht. Ja. Und diese Gesetze werden jetzt ganz klar herangezogen und in Kombination mit viel schärferen Gesetzen zu einem unglaublichen Abbau des sogenannten Rechtsstaates einfach wirklich in einer unvorstellbaren Form durchgesetzt. Ja.
Also das als ganz wichtiger Punkt. Hier geht es nicht nur darum, dass man einen Bombenanschlag hat, sondern eine riesige Aktion, in der eine komplette Stadt abgeriegelt worden ist, auf radikale Art und Weise, wo unvorstellbare Dinge stattgefunden haben. Das ist eigentlich auch das Ziel, denn man muss sich ja fragen, also man hätte vielleicht zu Anfang denken können, jetzt wird vielleicht, was weiß ich, Syrien beschuldigt oder irgendein anderes Land oder Nordkorea, dass man sagt, die Attentäter kommen aus Nordkorea, dass man, da will man ja auch irgendwas zündeln, aber es ist ja nicht sofort irgendwie ein Fremder oder aus einem anderen Land jemand beschuldigt worden, sondern offenbar geht es wirklich darum, die innere Stabilität zu zerstören. Oder das ist ja etwas, was ganz wichtig wird in Amerika. Die letzten Anschläge, auch in den Amokläufen konnten wir das sehen, waren ja alles inneramerikanische Terroristen, ja. Angeblich. Batman-Terrorist, wir erinnern uns an diesen Anschlag im Theater. Ja. Und darum geht es, den Nachbarn zu einem ganz ängstlichen, hysterischen und mit Verfolgungsängsten ganz übel unter Druck stehende Menschen zu erzeugen, der nichts anderes tut, als Angst zu haben, was um ihn herum geschieht, der ganz großartig herangezogen werden kann, wenn man ihm sagt, wir beschützen dich vor all diesen Unbilden, und der funktioniert. Ja. Und das wird überall gemacht, und von daher passt es sehr gut, dass das ein hausgemachter inneramerikanischer Anschlag gewesen sein soll. Aber hier wird noch einiges auftauchen, und vielleicht eine aktuelle Meldung von heute. Tatsächlich soll es wohl so sein, dass der erste Bruder, also der ältere Bruder, der bei den Anschlägen ja ums Leben kam, eben nicht von seinem Bruder überfahren worden ist, wie es anfänglich hieß. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Mhm. Soll ja sein Bruder über ihn hinweggefahren sein, ihn dabei schwer verletzt haben. Nun hat eine Frau angerufen aus einem Nachbarhaus, die gesehen hat, dass die Polizei mit einem Geländewagen bewusst überfahren hat und dann auf den Überfahrenen geschossen hat, mehrfach. Das ist also eine Meldung gewesen, die heute in Amerika über die ganz normalen Medien kam, und es wird dort noch einiges zu beobachten sein. Ja. Also hier ist auch vieles schief gegangen, vieles ist sehr stark und sehr früh beobachtet worden, mhm. Und vieles drängt nach oben und ist wieder ein schönes Symbol dafür, dass das Beobachten, das Wahrnehmen an sich, ja, schon eine gewaltige Qualität in dieses gesamte energetische Spiel hineinbringt und diese Strukturen von Kontrolle zerbersten lässt. Wir erleben, dass die Dinge nicht mehr so funktionieren. Genau, das war früher, also man könnte es ja mit einem Reichstagsbrand oder so vergleichen. Das hat ja eigentlich immer gut funktioniert, und die Massenmedien waren unter Kontrolle. Das heißt, das, was die Leute erfahren haben, das war weitgehend unter Kontrolle. Heute ist es eben nicht mehr so. Alle Leute gucken zu, alle Kanäle werden benutzt, und das Internet ist eben das Medium, was am ehesten noch auf der Suche nach der Wahrheit jetzt vorne ist, während, ja, die Aufdeckungsjournalisten der großen Medien im Grunde die Lügen mit transportieren. Wir sehen in Amerika übrigens generell eine ganz starke Tendenz, normales Verhalten zu kriminalisieren. Also jetzt gab es in Texas das erste Mal auch schon Tafeln, da steht normalerweise drauf, die an den Autobahnen und an den Straßen aufgestellt sind, don't drink and drive. Hm. Und diesmal steht seit einigen Tagen, don't drink and drive and walk. Don't drink and walk. Hm. Also man kann damit ganz sicherlich davon ausgehen, es werden auch Gründe erzeugt, jemanden festzunehmen. Hm. Und sei es nur, weil er aus der Bar kommt, weil er was getrunken hat. Also das Feld, in das man hineingerät als möglicher Krimineller, wird größer, und der Bereich, in dem man sich sorglos bewegen kann, wird kleiner. Das ist wie mit den psychischen Erkrankungen. Im Grunde ist heute jeder Gemütszustand, der ganz alltäglich ist, wird heute als psychische Krankheit definiert. Es gibt ein Handbuch für Psychiater, wo im Grunde jeder, der mal ein bisschen betrübt ist oder Ängste oder Sorgen hat, der ist im Grunde dann schon psychisch krank und muss behandelt werden. Ja. Und das fängt bei den Kindern heute schon an. Und das behandeln heißt hier Gleichschaltung in, ja, einen Dämmerzustand, in dem das Funktionieren gerade noch gewährleistet ist. Also das ist eine üble Tendenz, und man könnte über dieses Thema lange noch sprechen, weil es so viele Facetten hat. Jedenfalls ist in den USA sehr viel los, und es dürfte mit großer Geschwindigkeit schlimmer und deutlich erkennbar werden. Und ich kann nur jedem raten, genau hinzublicken
Und wer heute in die USA einreist als Tourist, muss seine Fingerabdrücke abgeben, er wird fotografiert. Wir haben Zustände, die wären vor Jahren nicht denkbar gewesen. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr hingereist, obwohl ich früher sehr gerne da war, das Land eigentlich auch schön und toll finde. Aber du hast ja keine Sicherheit mehr, dass du nicht auch am Flughafen schon verschwindest, weil die Rechte sind ja im Grunde abgeschafft. Unter dem, du hast es gesagt, Terrorverdacht, da genügt ja der Verdacht, kann jeder sämtliche Rechte verlieren und unbegrenzt quasi. Es gibt auch die Möglichkeit, das ist eine ganz perfide Möglichkeit, die inzwischen sehr häufig wohl genutzt wird in den USA, dass du irgendwelche Auflagen erhältst, unter irgendwelchen Auflagen stehst und bekommst dann ein Letter of National Security, heißt ein bisschen anders, wird übrigens auch Fight Club Letter genannt, in dem festgelegt ist, dass du nie darüber sprechen darfst, was Inhalt dieser Vereinbarung ist und dass du sonst dich all dem unterwirfst, was man sich nur vorstellen kann, bis zur Inhaftierung lebenslang. Ja. Und du darfst ja auch keinen Rechtsbeistand nehmen, weil dann würdest du darüber sprechen und wärst automatisch schon innerhalb eben dieses absurden Systems dann schuldig und würdest weggesperrt. Übrigens auch noch ganz bequem, dass eigentlich jetzt diese Boston-Anschläge waren, denn ganz kurz vorher wurde bekannt, eben wie in Guantanamo gefoltert wurde und anderswo auch, wie das also eigentlich alltäglich in den USA ist und dass es da Hungerstreiks gibt in Guantanamo. Da wäre also jetzt auch sehr vieles hochgekommen, aber eigentlich haben diese Boston-Anschläge die Aufmerksamkeit jetzt natürlich verlagert. Boston hat natürlich noch eine andere große Symbolik. Es ist ja die Stadt der Unabhängigkeit der USA, nach deren Vorstellung Boston Tea Party. Ja. Man hat also sich gegenüber England durchgesetzt und wer ein bisschen genauer hinblickt, weiß, dass auch das nichts anderes als ein Theaterstück war, um den Menschen ein Gefühl von Freiheit zu geben, ohne dass sich irgendetwas geändert hat. Und hier geht es auch an dieser Stelle um eine Symbolik, die eben diesen rituellen Hintergrund wieder auch teilweise mit aufgreift. Okay, du hast sicherlich noch viele Meldungen. Ich habe viele Meldungen und ich denke auch, Boston sollte an der Stelle zumindest heute abgeschlossen sein, aber da wird noch mehr zu entdecken sein. Auf alle Fälle.